So, hi und hallo mal wieder. Wie ihr seht, öffne ich heute wieder drei Booster der Bundesliga Chrome 2015-2016. Aber allerdings, in die beiden müssten sogenannte Trikotkarten drin sein, weil diese lassen sich biegen, diese nicht und diese nicht. Und das ist das Booster-Paket, die liegen ja so drinne, genau gegenüber. Da hoffe ich jetzt, dass da eine Autogrammkarte drinne ist. Und ob das was stimmt und welche Trikotkarten ich in diese beiden Booster habe, das schauen wir uns natürlich jetzt mal an. Na, bin ich ja jetzt echt mal gespannt. Ob da was Hochwertiges in diesem Booster ist. Aber wie ihr seht, auf jeden Fall schon mal das beste Bundesliga-Logo, was es gibt. Das passt natürlich schon mal. Aber sonst nur Basiskarten. Und einmal die offizielle Ballkarte 2013-2014. Aber jetzt kommt's. Trikotkarten. Müsste da drinnen sein. Ja, es ist eine. Oh, was haben wir denn hier? Ah, auch wieder die Ballkarte. Und dann, wie ihr seht, eine Trikotkarte von den falschen Vereinen. Nein, ausgerechnet von der verbotenen Stadt gegenüber. Aber nichtsdestotrotz, man braucht sie ja. Deswegen will ich mich nicht beschweren. Es ist eine Trikotkarte, zwar von falschem Verein, aber ich habe sie jetzt. Legen wir sie mal daneben. So, kommen wir nun zum zweiten Booster, wo ich hoffe, dass eine Trikotkarte drin ist. Ja, es ist mal wieder eine Trikotkarte. Ha, auch von falschen Vereinen, aber es ist eine Trikotkarte. Hammergeil. Drei Booster, zwei Trikotkarten, eine perfekte Ausbeute, wie ich finde. Also, der Trick funktioniert wirklich immer noch. Zwei Trikotkarten. In drei Boostern. Besser kann es nicht laufen. Ich hoffe, ich konnte euch wieder zeigen, wie die Motive aussehen, welche Spieler, welche Trikotkarten ich gefunden habe und sage deshalb, wie immer, bis demnächst, guckt hin und schaut zu.